Jo, hallo Leute, da bin ich wieder, euer WWE-Sammler 14. Nach etwas langer Zeit endlich mal wieder ein Video und wir schlagen gleich ein mit einer Premiere. Wir öffnen heute schon die neuen Match Attacks 2015-2016. Ja, Match Attacks kamen immer sehr gut an und wurden bei euch nachgefragt, dass ich das öfter machen soll. Und wir öffnen die. Es ist ein originales Display mit 50 Packs. Die Displays haben jetzt immer nur noch 50 Packs drin, ne? Weiß auch nicht wieso. Gibt leider keine 100er mehr. Aber ihr seht, das sind die neuen Magic Packs. Die sind noch original verschweißt in diesem Ding. So, und das sind sie. Magic Packs, also 15, 2016. Jetzt limitierte Karte in Gold, Silber oder Bronze finden. Ja, 50 Packs. 5 Karten plus Gewinnspielcode, wie immer 1 Euro pro Pack, UVP. Wo steht es da? 50 Packs. Wo steht das jetzt dran, dass es 50 Packs sind? 50. Päckchen pro Box. Ja, so. Wir fangen gleich mal an. Ich bin immer richtig excited auf die neuen Match Attacks. Ob ich sie dann komplett sammeln werde, weiß ich noch nicht. Ihr könnt mir aber auf jeden Fall Tauschangebote schicken. Und ja, es ist schon richtig geil, immer die neuen zu öffnen. Ich habe seit der ersten Serie Match Attacks gesammelt. So, da sind sie. Da haben wir hier dieses Sammelposter. Und ich freue mich gerade richtig, die schon auszupacken hier. Ich glaube, die kommen heute ja offiziell raus. Und dass ich hier gleich ein Display machen kann, ist sehr geil. So, da haben wir die neuen Karten. Hier natürlich BVB, Marco Reus, brandneuen Offensiv-Trio-Karten. Hier steht's, ja. Das ist ein Poster, das ist in jedem Display drinnen normalerweise. Wir haben 50 Packs. Ja, ich mache die jetzt nicht raus, aber werden schon 50 sein und ich beginne dann einfach mal mit dem ersten Pack. Ich weiß nicht, ob ich zwei Parts mache oder nicht. Hier 5 Spieler. Hier sehen wir verschiedene Spieler drauf. Ja, ihr kennt sie ja selber, zählt jetzt nicht alle auf. Auf jeden Fall haben wir hier drin auch wieder die Statistiken. Clubkarten 1 pro 3 Packs, Matchwin oder Hattrick-Helden 1 pro 5 Packs, Offensiv-Trio-Karten, bla bla, Club 100 Karten 1 pro 60 Packs. Ja, da bin ich mal gespannt, ob wir überhaupt eine ziehen werden von Club 100, weil sie nur 50 sind. Wieso schreiben die dann 1 pro 60 hin? Egal, da müsste man sich ja eineinhalb Displays holen. Also, oder zwei. Wenn man das nicht normal macht, wir öffnen einfach mal das erste Pack. Und, ja, die Powerkarte ist in der Mitte, ich habe es gerade gesehen, jetzt wissen wir es Bescheid. So, wir fangen an. Also vom Design her gefallen mir die echt richtig gut. Alejandro Gallwitz von Werder Bremen, Julian Korb, Marin Hitz, Aziz Bohadus und die Powerkarte ist schon ein Defensiv-Trio, Bartels, Junubovic, Özuntunali. Ich kann den Namen nicht aussprechen, Öztunali. So. Hammer, ist schon drei Effektivkarten, es sind dann drei Spieler drauf. Die Designs hinten sehen übrigens so aus und es sind lila Booster Packs, was ich mir schon immer gewünscht habe, dass die Packs mal lila werden und jetzt sind sie endlich lila. Meine Lieblingsfarbe. Und ja, wir machen dann einfach gleich mal weiter. So, wir haben. Okay, die sind jetzt irgendwie verkehrt drin gewesen. Egal. So, wir fangen an. Ich lese jetzt nicht alle Namen vor. Und wir haben gleich mal Bürki vom BVB in der Transparentkarte. Wunderbar. Guckt es euch an. Sehr schön, Bürki, Transparentkarte. Hier haben wir Stocker und Özkan. Transparentkarten, also ich lege jetzt mal die Power und die Transparentkarten hier beiseite, dass wir das danach sehen, was wir alles gezogen haben. Wir hoffen natürlich auf die limitierten Karten, die gibt es jetzt in Gold, Silber oder Bronze. Zum Beispiel halt die Matchwinner und sowas. Raphael zum Beispiel, ihr seht da oben steht in Gold, Silber und Bronze. Kann man jetzt auch sammeln. Muss man aber glaube ich nicht, um die Sammlung zu vervollständigen. Das sind so extra Karten wie bei Pokémon, die limitiert. Ja, wie bei Pokémon, die. Wie nennt man das jetzt? Bei Pokémon die Dinger, die Secret Rares. Nico Bangert, Mark Radzuklowski, Matthew Lecky, sorry, und Eugen Polanski und von Hoffenheim haben wir Kevin Kurani. War auch mal einer meiner Lieblingsspieler. Transparentkarte. Also die Transparentkarten gefallen mir echt richtig gut.
Muss ich ganz ehrlich sagen, die sind echt sehr schön. So, da geht's weiter. Und wir haben normal die dritte Karte, ne? Ich weiß es nicht, der Kartentrick, das ist so komisch, ey, ohne Witz. Anthony Young, Robert Hilbert. Dann haben wir einen Routine, Alter, bin ich deppert. Marco Russ, nicht Marco Reus, sondern Marco Russ von Frankfurt. Vladimir Dada im Starspieler, sehr cool. Und Oliver Baumann, Hoffenheim, Torwart. So. Aber ich weiß echt nicht, warum sie nicht mehr 100 Packs in der Packung haben. Das war ja eigentlich immer nur bei den Match Attacks Extras so. Aber ich habe keine Ahnung. So, also Benatia, Lars Stindl, Timo Werner, da haben wir ihn, Nuri Sahin, Hammer, BVB, und die Powerkarte ist Lecky hinter Selex, wieder ein Offensivtrio, dieses Mal nicht Defensivtrio, Offensivtrio. Jo. Sehr schön. Next Pack. Das Starter Pack habe ich noch nicht. Weiß auch nicht, ob ich mir das, wie gesagt, hole, weil ich halt nicht weiß, ob ich sammle. Ich habe gerade schon die Powerkarte gesehen. Das haben sie richtig dumm gemacht. Das mit der Powerkarte finde ich nicht so gut. Nico Bungert, Lenny Titae, Sandro Sigiu, wer ist das hier? Fernando Di Santo, Torjäger. Und ein Starspieler, Marvin Matip. Jetzt dürfte aber mal ein Matchwinner kommen, ne? Die haben ja gesagt, pro Packs. Ja, mal sehen. So, Freistoßspezialist. Zacko Junovic. Benedikt Röcker. Rubin Okotte. Matthias Ostrolek. Und die Powerkarte ist ein Offensivtrio. Benjob, Subich, Erdinik. Offensivtrio. Ja, ich warte jetzt mal auf einen Matchwinner oder sowas oder einen Hattrick-Helden. Gut, Hattrick-Helden ist ein bisschen, ja, was man nicht so schnell ziehen kann, denke ich. Und die Karten, wieso sind die Karten immer umgedreht? Ich finde das halt richtig dumm. Ich muss die jetzt gerade wieder umdrehen. Das ist echt richtig beschissen, wenn die irgendwie so. Jetzt Lukas Nos, Bernd Leno, Peter Pekarik, Tobias Kempe und ein Matchwinner, Arjen Robben, bist du deppert, 99 im Angriff, Abwehr 36, Mittelfeld vom FC Bayern München ist zwar scheiße jetzt, sag ich mal, weil ich hasse Bayern, aber ein Matchwinner, sogar ein sehr guter mit 99 Angriff, Arjen Robben, den stellen wir doch hier gleich mal in den Hintergrund, wunderbar, geht der Fokus? Nee, egal. Der Fokus will nicht so ganz. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir machen einfach weiter. Aber der erste Matchwinner, gleich mal mit 99, das ist doch nicht schlecht. Da können wir damit arbeiten, sage ich jetzt einfach mal. Da können wir mit arbeiten. So. Dann Milos Jojic. Daniel Audler. Michael Gergorostisch. Und ein Clubkarte. SV Werder Bremen. Also ihr seht, man kann hier echt keinen richtigen Kartentrick machen, weil hier haben wir zum Beispiel einen Matchwinner nochmal drin, ne? Und ihr seht, wenn ich hier SV Werder Bremen habe, das ist eigentlich auch eine Powerkarte, dann können zwei drin sein, also kann man das eigentlich nie richtig machen. Also SV Werder Bremen Clubkarte und Matchwinner Fabian Scher. Schon zwei Matchwinner hintereinander, ja. Also so kann es natürlich auch weitergehen. Mir ist das egal, welche Reihenfolge da jetzt kommt, ob das jetzt hintereinander oder nicht ist. Aber, ja, so. Gustavo, André Ramolo, Thomas Kraft, Markus Salier und David Abraham. So. So, ich glaube, hier haben wir die Powerkarte. Ja, ich glaube, in der Mitte kann man das sehr gut auseinanderfinden. Aber Xabi Alonso, Raphael, Flip Kostic, jawohl, Subotic. Und meine Powerkarte ist ein Viererkette dieses Mal. Dieses Mal haben wir die Viererketten, die sind auch sehr neu. Viererketten mit vier Spieler drauf. Haben wir
von Augsburg, Ferle, Kalsen, Bracker, Klavin und Max. Ja. So, dann machen wir mal weiter. Latza, Christian Schulz, Fabian Scher, Alfredo Morales und Leon Goretzka. So. Mario Götze, Spielmacher, toll. Torgen Hüsse, Assistkönig, was geht ab? Allrounder, Florian Klein, jetzt normaler Mats Hummels, jawohl. Und RB Leipzig Clubkarte. So, wir machen jetzt das vorletzte Pack für den Part. So. Brosinski. Memedi. Kalou, Elfmeterkönig. Strohengel. Das ist halt, der Name ist halt einfach böse. Dominik Strohengel hat auch noch meinen Vornamen. Elfmeterkönig und Elias Kahunga. So, das letzte Pack für den Part. Ich muss echt gucken, wann ich das Video hochladen kann. Aber ja, so Nachmittag müsste es eigentlich oben sein, Nachmittag abends. David Alaba, Freistoßspezialist. Paul Orlowski oder so. Daniel Ginzek. Jawohl, Gündogan, bester Mann. Und Clubkarte FC Schalke 04. Ja, das war's vom ersten Part Match Attacks 2015-2016. Und ja, also ich muss echt sagen, mir gefallen die Karten wieder. Also die letzten fand ich nicht so toll, aber jetzt haben sie echt viel einfallen lassen. Vom Design her finde ich die richtig schön, auch vom Bild her, wie sie halt einfach laufen. Wir nehmen nochmal Gündogan hier. Also und von hinten, also ich weiß nicht, also die gefallen mir wirklich richtig gut. Das war's vom ersten Part. Bleibt dran und ja, ciao Leute.